Für eine perfekte Schaumkrone wird das Glas vor dem Zapfen mit kaltem, klarem Wasser gespült, um es von Spülmittelresten zu befreien und zu kühlen. Innen sollte das Glas nicht berührt werden, denn auch der natürliche Fettfilm der Haut lässt den Schaum schneller zusammenfallen. Kurz das überschüssige Wasser abtropfen lassen und dann mit dem Zapfen beginnen. Dabei wird das Glas ohne Kontakt zum Auslauf schräg darunter gehalten. Dadurch geht möglichst wenig Kohlensäure verloren und eine zu starke Schaumbildung wird verhindert. Den Zapfhahn jetzt vollständig öffnen, das Bier die Wandung entlang laufen lassen und das Glas zu ca. 2/3 füllen, ohne dass Schaum überläuft. Im Anschluss das Glas kurz abstellen und das Bier ruhen lassen. In dieser Pause kann sich die Schaumoberfläche setzen und festigen. Nun wird noch einmal nachgezapft. Das Glas diesmal gerade halten. Den Zapfhahn erneut vollständig öffnen und das Glas befüllen. Aus hygienischen Gründen sollte dabei der Auslauf nicht in Bier und Schaum eingetaucht werden. Zum Stabilisieren des Schaums das Glas wieder kurze Zeit abstellen. Der dritte Zapfschritt setzt dem Pilz die Krone auf. Glas gerade halten und Zapfhahn kurz vollständig öffnen. So entsteht die perfekte, stabile Schaumkrone. Bei Bedarf kann hier bis zum Füllstrich nachgezapft werden. Jetzt nur noch Tropfdeckchen und Bierglasuntersetzer. Fertig ist das perfekt gezapfte Bitburger Premium-Pilz. Um dann auch beim Servieren alles richtig zu machen, wird das Glas mit dem Schriftzug nach vorne zum Bierkenner gestellt. Und jetzt perfekt gezapften, einzigartigen Bitburger Geschmack gemeinsam genießen. Und deshalb bitte ein Bit.